Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Inke Jochims mit dem 30-teiligen Online-Kurs Heilung nach narzisstischem Missbrauch. Heute Teil 8, der innere Dialog. Es ist wichtig zu wissen, unser Geist strebt nach Sicherheit. Der unbewusste Teil in uns hat die Aufgabe, uns in harschen Lebensumständen sicher zu halten. Nun würden die meisten sagen, derzeit sind die Zeiten ziemlich verunsichert und auch in gewisser Hinsicht harsch. Aber wir kommen als Menschen aus Lebensbedingungen, die biologisch gesehen noch erheblich brutaler, noch erheblich gefährlicher, noch erheblich bedrohlicher waren als das, was wir heute erleben. Und in dieser evolutionären Situation hat sich der Anteil in uns, den ich hier metaphorisch Geist nennen werde, entwickelt. Die primäre Aufgabe unseres Geistes ist es, uns sicher zu halten. Es ist nicht seine primäre Aufgabe, auch wenn das nicht so besonders nett klingt, es ist nicht seine primäre Aufgabe, uns glücklich zu machen oder zu zufriedenen Menschen, sondern es ist seine primäre und oberste Aufgabe, uns sicher zu halten. Bis heute löst Unsicherheit bei Menschen Angst und Abwehr aus, und das ist auch einer der Gründe, warum Menschen unter den vergangenen 2 bis 3 Jahren und der bekannten Infektionskrankheit so sehr gelitten haben. Man wusste nicht, wann es zu Ende ist, und man wusste nicht, wie es sich entwickelt. Alles, was neu ist, war in Millionen von Jahren für den Menschen potenziell eher gefährlich. Neue Menschen, neue Nahrungsmittel, neue Lebensverhältnisse. Man kannte die Bedrohungen, die Gefahren nicht. Daher, wie gesagt, Unsicherheit, egal aus welcher Quelle sie stammt, löst Angst und Unsicherheit aus. Ich möchte mit einem Thema beginnen, um das ich manchmal lange und intensiv mit Klienten ringe, und das ist auch einer der Gründe, warum es mir so wichtig ist, dieses Video hier zu machen. Und das ist die Frage: Haben wir alle unsere Gedanken, die unser Gehirn oder unser Geist denkt, absichtlich, vorsätzlich und willentlich gedacht? Mit anderen Worten, sind wir für alles, was unser Gehirn hochbubbelt, verantwortlich? Und die Antwort ist: Nein, wir sind es nicht. Wir sind als Menschen die Spezies, die sich über den freien Willen definiert. Und wir leiten unser Gefühl von Selbstwirksamkeit, unser Gefühl von Verantwortung aus dieser Verfügbarkeit des freien Willens her. Die Kränkung, die wir als Menschheit noch nicht verarbeitet haben, die uns aber die Neurowissenschaft beschert, ist: Wir haben wesentlich weniger von diesem freien Willen, als wir glauben, und wir haben ihn auch nicht immer zur Verfügung. Und daher sind wir auch nicht immer für alles, was wir tun, verantwortlich. Wo leiten wir aber Verantwortung nun her, wenn wir nicht für alles verantwortlich sein wollen, was unser Gehirn hochbubbelt? Darum wird es in diesem und den folgenden Videos gehen. Es gibt eine Möglichkeit der Verantwortung, und es gibt auch eine Möglichkeit, Willen geschickt im Sinne seiner biologischen Möglichkeiten einzusetzen, und dafür sind wir verantwortlich. Aber nun zu etwas, wofür wir nicht immer verantwortlich sind. Wir denken nicht alles willentlich, aktiv und vorsätzlich, was unser Gehirn uns an Worten und Bildern einspielt. Unser Gehirn lernt im Laufe unseres Lebens, und es sendet uns Nachrichten mit dem Ziel, uns sicher zu halten. Nochmal, unser Gehirn erlernt bestimmte Strukturen, es erlernt bestimmte Wortphrasen, es erlernt auch bestimmte Deutungsmöglichkeiten der Welt, unserer Gefühle, unserer Erfahrungen. Und wenn es meint, dass diese aus der Vergangenheit stammenden Wortphrasen, Bilder, Gedanken, Glaubenssätze nützlich sind, um uns beim Überleben zu helfen, sendet es uns diese Gedanken, Bilder, Wortphrasen. Und es sendet sie uns ohne aktives, bewusstes Zutun. Es fischt sozusagen aus dem Pool aller
Möglichkeiten, die Möglichkeit aus, von dem das Unbewusste, nicht das Bewusste, das Unbewusste und somit der sehr viel mächtigere Teil unseres Gehirnes meint, aha, das ist jetzt das, was am besten beim Überleben hilft. Auch wenn die Gefühle, die dadurch ausgelöst werden, stressig, krankmachend, unangenehm sind, die meisten Teile unseres Gehirns, die evolutionär alten Teile unseres Gehirns, denken kurzfristig und nicht langfristig, weil die meisten Bedrohungen, für die wir gemacht wurden, waren kurzfristig und nicht langfristig. Das heißt, wenn das Gehirn sagt, ich erzeuge jetzt die Stressreaktion, dann denkt es nicht über die langfristigen Konsequenzen nach. Aber wenn wir lange genug über etwas nachdenken, wenn wir eine Wortphrase, ein Bild, einen Glaubenssatz lange genug wieder und wieder denken, fühlt es sich so an, als ob es erstens unsere Identität wäre, dazu in späteren Videos mehr, und zweitens, als ob es die Wahrheit wäre. Man muss sich dessen bewusst sein, sehr vieles von dem, was unser Gehirn einspielt, sind Interpretationen. Und Interpretationen haben keinen Wahrheitswert. Das heißt, sie können zutreffend oder nicht zutreffend sein, aber nicht wahr oder falsch. Wenn also jemand von sich selbst glaubt, weil er das mal gehört hat und nun ein ganzes Leben reproduziert hat, ich bin ein schrecklicher Versager. Ich werde diese Traurigkeit nie überwinden. Ich werde nie glücklich werden. Ich werde nie die Essstörung überwinden. Ich werde nie meine Sucht überwinden. Wenn so jemand etwas lange genug so etwas denkt, dann fühlt es sich an wie erstens, ich bin so. Und alles, was sich anfühlt wie ich bin so, wird vom Gehirn sehr eisern verteidigt, ob es nun gut ist oder schlecht ist, weil es Stabilität verspricht. Und zweitens fühlt es sich an wie wahr. Wenn nun der Therapeut kommt und sagt, nein, du bist nicht so, und probiere es mal mit der Wiederholung des Satzes, ich bin jemand, der lernen kann, oder ich bin jemand, der sich weiterentwickeln kann, dann fühlt sich das erstmal unwahr an und wird häufig von uns zurückgewiesen, von unserem Gehirn zurückgewiesen. Die oberste Priorität, das möchte ich nochmal wiederholen, die oberste Priorität des Gehirnes ist nicht unser Lebensglück. Die oberste Priorität unseres Gehirns ist Sicherheit, und vergangene Interpretationen bieten bekannte Sicherheit im Unterschied zu unbekannter Unsicherheit. Und wenn das Gehirn wählen darf, wählt es immer die bekannte Sicherheit, so sehr sie das Elend auch perpetuiert. Es gibt Hoffnung, und das ist das, was ich in dieser Videoreihe auch vermitteln möchte. Es gibt tatsächlich Hoffnung, aber wir müssen unser Gehirn kennenlernen, um die Hoffnung ausschöpfen zu können. Hier eine skizzenhafte Einteilung des inneren Dialoges. Wir haben den bewusst geführten Anteil, dazu gleich mehr. Und wir haben den unbewusst eingespielten Anteil, von dem ich bereits gesprochen habe. Davon wiederum sind Teile übernommen, im Positiven wie im Negativen. Also so das, was wir den inneren Kritiker oder das Über-Ich nennen, ist übernommen. Das sind letztlich Interpretationen, Gedanken, Gefühle, die wir von anderen erlernt haben, durch Beobachtung, durch Imitation. Je mehr wir mit jemandem im äußeren Dialog sind, desto mehr wird er Teil unseres inneren Dialoges, desto mehr übernehmen wir seine Ansichten, ganz besonders dann, wenn die Beziehung asymmetrisch ist und wir in der kleineren Rolle sind, also in der abhängigen Rolle, wie beispielsweise zwischen Eltern und Kindern. Dann gibt es aber noch die innere, authentische Stimme, und die wird manchmal von der äußeren, erlernten Stimme quasi übertönt, aber man kann sie wiedergewinnen. Man kann seine authentische innere Stimme wiedergewinnen, unter anderem, indem man seine bewussten Fähigkeiten gezielt einsetzt. Hier nochmal ein Beispiel für den bewusst geführten inneren Dialog. Ich kann dir eine Frage stellen und du beantwortest sie. Dann machst du das absichtlich, vorsätzlich und willenshaft. Oder ich bitte dich, dir etwas vorzustellen. Beispielsweise bitte ich dich, sage 5-mal, ich sehe vor meinem inneren Auge eine gelbe Zitrone. Den meisten Menschen ist das möglich. Das ist ein absichtlich gedachter Gedanke. Und nun sagt Mark Waldman, das ist ein sehr bekannter Neurowissenschaftler, er sagt, alle therapeutischen Schulen haben den Fehler gemacht, sich zu sehr auf das neuronale Netzwerk zu verlassen, das zu diesem bewussten Denken fähig ist.
dieses Netzwerk wird sehr schnell müde und es funktioniert auch nicht sehr lange. Selbst wenn wir etwas zuhören, was wir sehr interessant finden, nach kurzer Zeit schweifen wir ab und fangen es an zu verarbeiten. Deswegen sind Videos ja auch so toll, die kann man sich mehrfach ansehen. Nur weil du etwas bewusst eingesehen hast, wird es noch nicht handlungswirksam. Dieser bewusste Teil in uns, der lernt schnell und er interessiert sich immer wieder für Neues. Da genügt es einmal, etwas zu erklären. Und dann haben wir den unbewussten Teil in uns und der lernt völlig anders. Der lernt durch Wiederholung. Das heißt, wenn du abertausende Male gedacht hast, ich bin ein kompletter Versager, und nun kommt ein Therapeut und sagt, nein, du bist kein kompletter Versager, guck mal, was du alles erreicht hast, dann kannst du einmal ganz kurz den Gedanken denken, naja, ich bin vielleicht jemand, der erfolgreich sein kann. Aber damit es Teil deiner Identität wird, muss es wiederholt werden, wiederholt werden, wiederholt werden. Und der bewusste Teil in uns, der findet das dann häufig langweilig und sagt, aber der unbewusste Teil in uns, der braucht die Wiederholung. Denn sobald der bewusste Teil in uns müde wird, übernimmt der unbewusste Teil und mit ihm auf Autopilot reproduzierte Gedanken, Gefühle, Wortphrasen, Glaubenssätze. Es ist nun so, dass dieser übernommene Anteil, also der innere Kritiker, das Über-Ich, der von außen übernommene und internalisierte innere Dialoganteil gekapert werden kann. Das heißt, wenn wir, wie ich schon sagte, wenn uns jemand oft genug sagt, was an uns alles falsch ist, fangen wir an, es uns selbst zu sagen. Wir fangen an, den Narzissten im Kopf zu reproduzieren, auch wenn er möglicherweise schon lange weg ist oder möglicherweise schon lange tot ist. Er hat immer noch Macht, weil wir immer noch seine Dialoganteile, die mit hoher Intensität rübergebracht worden sind, reproduzieren und reproduzieren. Sie mögen noch so falsch sein, aber sie lösen unglückliche Gefühle aus und wir müssen lernen, wie man sich von diesen Anteilen distanziert, sonst behält der Narzisst seine Macht. Denn wie gesagt, die übernommene innere Stimme reproduziert sich auf Autopilot. Das ist nicht der bewusste, willentliche, aktive Teil deines Denkens. Du machst das nicht absichtlich. Und ich möchte dich einladen zu sagen, okay, etwas denkt in mir. Das ist keine Verantwortungslosigkeit, es macht dich nicht zum verantwortungslosen Menschen, sondern du übernimmst die Verantwortung dafür, dass du für Dinge keine Verantwortung übernehmen kannst. Du akzeptierst, dass es Dinge gibt, denen du machtlos ausgeliefert bist und in dem Moment, das ist die Paradoxie, bist du ihnen nicht mehr machtlos ausgeliefert. Aber solange du versuchst, stärkere Anteile in dir zu bekämpfen, weil dir jemand etwas vom freien Willen suggeriert hat, was biologisch gesehen nicht stimmt, wirst du verlieren. In dem Moment, wo du die Verantwortung dafür übernimmst, zu sagen, etwas denkt in mir und ich bin dafür verantwortlich, dieses umzuschreiben, bist du auf der sicheren Seite. Die Hoffnung, die wir haben, die echte Hoffnung ist, wir werden zu erwachsenen Individuen, indem wir unsere eigene innere Stimme wiedergewinnen und lernen, sie gegen Übergriffe zu verteidigen, uns selbst mehr zu glauben als anderen. Uns zum authentischen Individuum zu machen, heißt, der eigenen Stimme zuzuhören und auch dann, wenn sie sehr leise geworden ist. Aber je mehr wir ihr zuhören, je mehr wir sie bewusst wahrnehmen, und das können wir lernen, desto stärker wird sie wieder. Und jetzt noch ein kurzer Hinweis, es gibt jetzt eine neue Kanalmitgliedschaft für den Kanal Joachims Methode. Die Mitgliedschaft hat nur eine Stufe, die kostet 1,99 € und damit unterstützt ihr den Kanal. Als Dankeschön gibt es einmal pro Monat eine neue Meditation. Ihr bekommt ein Passwort und werdet dorthin geleitet, wo man sich die Meditation herunterladen kann. Ich freue mich über jede Unterstützung, denn dann kann ich noch bessere und noch mehr Videos machen. Das war Inke Joachims. Ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf weitere Videos in diesem Kanal.